Was zuletzt geschah. Scheinux, Lottecke und Günther reisten zu dritt zurück nach Silberdorf. Dort angekommen, versammelte sich das gesamte Team. Mit Lottecke auf ihrer Seite schafften es die beiden Verleumdeten, alle von der Wahrheit zu überzeugen. Günther und Scheinux wurden wieder ins Team aufgenommen. Am nächsten Morgen erzählte Scheinux alles, was er mitbekommen hatte. Das Sorok, welches ihn entführt hatte, arbeitete für Darkrai. Die Entführung war eine Ablenkung, damit Darkrai sich eine Armee aufbauen und in den Krieg in der Welt der Menschen ziehen kann. Dort kämpfen nun die Pokémon des Weltenbaumes gegen ihre Artgenossen, welche sich nicht Darkrai, sondern den Menschen anschlossen. Darkrais Ziel ist es, die Macht der Menschen an sich zu reißen. Zudem wurde kurz vor Beginn des Krieges ein seltsames Wesen in der Welt der Menschen gefunden. Der neue Plan wurde beschlossen. Ein gemeinsamer Urlaub in Schatzstadt, damit alle fit sein würden. Und um Günthers Erinnerungen zu finden. Kapitel 10 – Das Lied der Erinnerungen. Der nächste Morgen brach schon bald an. Am Tage zuvor hatten die meisten die Zeit vor allem mit Packen verbracht. Vor allem die Jüngeren unter uns wirkten ziemlich aufgeregt. Lottecke hingegen wirkte etwas nervös. Als ich ihn darauf ansprach, erklärte er, es ist nur, ich war schon so lange nicht mehr in Schatzstadt, vor allem nicht nach der Apokalypse. Ich weiß, dass Schatzstadt damals vollkommen zerstört wurde und ich habe Angst zu sehen, was aus meiner alten Heimat geworden ist. Aus unserer alten Heimat. Und aus unseren alten Freunden. Und es gibt noch eine zweite Sache. Er drehte seinen Kopf und sah mich an. In der gesamten Zeit, in der du hier warst und ich nicht wusste, wer du bist, ich habe mich so unfassbar beschissen benommen. Ich habe dich und alle anderen behandelt wie Dreck. Ich habe dir kein bisschen vertraut. Günther, kannst du mir überhaupt verzeihen? Ich war etwas überrumpelt von dieser Frage. Natürlich, jeder hier hat dir verziehen. Und ich weiß ja auch, warum du so gehandelt hast. Vor allem war es meinetwegen. Einen Moment lang wurden wir beide still. Heißt es, wir sind wieder ein Team? Ich nickte. Ja. Er sah mich glücklich an. Dann ist die Zeit gekommen. Wir ziehen los und zeigen allen, was wir drauf haben. Team Runde Ecken ist zurück. Wir brachen bereits bei Sonnenaufgang auf. Trotz dessen wirkten alle ziemlich munter und bereit für den Urlaub. Da ich selber mich nicht an diesen Ort erinnerte, war auch ich neugierig darüber, was ich dort finden würde. Auf dem Weg unterhielten wir uns die meiste Zeit. War von euch eigentlich wirklich noch niemand in Schatzstadt, in all den Jahren, die ihr inzwischen hier seid? Seemops übernahm die Antwort. Nein, wir waren eigentlich immer alle nur in Silberdorf. Scheinungs stellte richtig. Nein, das ist falsch. Wisst ihr nicht mehr, der Advent, nachdem wir in diese Welt gekommen sind? Bulbi schien glücklich, als sie in Erinnerungen schwelgte. Natürlich tue ich das, ich könnte diese Weihnachten nie vergessen. Auch Scheinungs wirkte glücklich, während Bulbi sich an ihn anschmiegte. Damals habe ich Schatzstadt kurz besucht, als ich ein Geschenk finden wollte. Es war nicht so toll. Alle Bewohner haben mich mit Fragen bombardiert und mir keine Ruhe gelassen. Unser Abenteuer war damals noch nicht lange her, deswegen waren wir sehr aktuell im Gespräch. Zum Glück hat mir dieses eine freundliche Pokémon geholfen. Er meinte, glaube ich, er sei Gildenmeister. Lottecke fiel ihm ins Wort. Knuddeluff? Hast du damals Knuddeluff getroffen? Ja, so hieß er, bestätigte Scheinux. Lottecke wirkte sehr glücklich über diese Antwort. Das heißt, der Gute hat die Apokalypse überstanden. Unser alter Gildenmeister. Später richtete Latias sich mit einer Frage speziell an mich. Es ist jetzt vielleicht etwas komisch, dass ich dich das gerade jetzt frage, wenn du nicht einmal deine Erinnerungen hast, aber du hast ja schon bemerkt, dass ich diese Gruppe im Moment so ziemlich anführe. Eine Aufgabe, die früher deine war. Und deswegen wollte ich dich fragen, ob du sie dann wieder übernehmen willst, sobald wir deine Erinnerungen gefunden haben. Würdest du es denn wollen? Ich wollte mich nicht einfach so entscheiden. Ehrlich gesagt, ja. Ich habe diese Aufgabe nur übernommen, weil es kein anderer hat. Aber mir liegt so etwas nicht. Du bist eine Führungsrolle, anders als ich.
Ich hatte ehrlich gesagt gehofft, du würdest sie wieder übernehmen. Wenn du es nicht möchtest, dann werde ich's machen. Die Reise dauerte einige Stunden. Wir legten regelmäßig Pausen ein, ruhten uns aus und redeten über verschiedenste Dinge. Oft fiel auch der ein oder andere, meist sehr flache, Witz. Die Urlaubsstimmung war eindeutig spürbar. Sogar so sehr, dass ich für einige Zeit vergaß, was überhaupt der Hauptgrund für unseren Aufbruch war. Als die Sonne schon beinahe untergegangen war, kamen wir an. Unser Weg endete an einer Kreuzung. Lord Ecke gab vor, wie wir weitergehen würden. Also, wir sind da. Das hier ist Schatzstadt. Für heute sollten wir den Tag beenden. Wir können uns in der Tohaido-Klippe einrichten. Hydropi wirkte etwas verlegen. Naja, nein, können wir nicht. Lord Ecke sah ihn fragend an. Auf unserer Reise während der Apokalypse, ganz am Anfang, ist die Klippe eingestürzt. Sie existiert nicht mehr. Lord Ecke war geschockt. Wie, sogar die Klippe? Mein altes Zuhause? Kurz wirkte er sehr traurig, doch sein Ausdruck wandelte sich schnell wieder. Dann ändern wir den Plan. Günther, wir besuchen heute noch die Gilde. Eigentlich wollte ich das morgen machen, aber wir können dort herausfinden, wo wir die Nächte verbringen können. Ihr anderen könnt euch ja schon mal hier umgucken. Alle waren einverstanden, also folgte ich Lord Ecke zur rechten Seite. Scheinbar endlose Treppenstufen erstreckten sich dort gen Himmel. Das Vulpix wirkte sehr in Gedanken versunken. Es ist so lange her, so viele Jahre. Damals bei der Zeitkatastrophe dachte ich, ich würde nichts Schlimmeres sehen als die verwüstete Zukunft. Und inzwischen kommt sie mir wie ein Paradies vor. Es ist so viel passiert. Wieder atmete er kurz durch. Und ich habe irgendwie Angst zu sehen, wie viele unserer alten Kollegen fort sind. Aber wir müssen gehen. Komm, Günther, zurück an den Ort, an dem Team Runde Ecken entstanden ist. Zu zweit stiegen wir die Treppen hoch, die an einen Ort führen würden, den Lord Ecke mit sehr vielen Erinnerungen verband. Und einst vor langer Zeit auch ich. Und nun waren wir wieder hier. Lord Ecke studierte jedes kleine Detail. Hier draußen sieht alles noch genauso aus wie damals. Komm, wir müssen uns auf das Gitter darstellen. Ich tat, was er sagte. Kurz nachdem ich meinen Fuß auf das Gitter stellte, hörte ich eine Stimme. Besuch, zwei Pokémon, ein Feurigel und ein Vulpix. Wiederhole, Feurigel und Vulpix. Verstanden, Zutritt gestattet. Das große Tor öffnete sich, während Lord Ecke neben mir etwas traurig dreinsah. Das waren definitiv nicht Krakele und Dick da, wie damals, als wir hier noch Mitglieder waren. Die Trauer war schnell überwunden und wir traten ein. Viele Pokémon drängelten sich auf der ersten Etage. Es war schwer, sich irgendwie zurechtzufinden. Ein seltsam aussehendes Pokémon schob sich durch die Massen auf uns zu. Es war relativ klein und rosa. Als es endlich zu uns durchdrang, begrüßte es uns. Hallo, willkommen in der... Es wurde unser von Lord Ecke unterbrochen, der die ganze Zeit stumm neben mir gestanden hatte. Celebi? Was zum Teufel machst du hier? Das Pokémon wirkte etwas überrascht und sah Lord Ecke an. Warte, Lord Ecke? Bist du das wirklich? Die beiden kannten sich offenbar. Ja, erklär mir bitte, warum du hier bist. Sie verzögerte ihn. Gleich, ich denke, das sollten wir mit dem Gildenmeister besprechen. Lord Ecke schien mit dieser Antwort gut leben zu können. Und wir folgten dem Pokémon durch die Masse ins zweite Untergeschoss. Dort befand sich ein riesiges Tor. Celebi öffnete es und führte uns herein. Im Raum befand sich ein einzelnes Pokémon, das gerade einen Haufen Papiere in eine Ecke des Raumes schmiss. Wir haben Besuch. Das grüne Pokémon drehte sich zu uns. Tag, Lord Ecke, bist du das, alter Kumpel? Lord Ecke schien noch verwirrter als zuvor. Du bist auch hier, Reptane? Ich dachte, Knuddeluff wäre immer noch Gildenmeister. Nein, nach der Apokalypse waren die meisten Gildenmitglieder nicht mehr hier. Knuddeluff hat es noch versucht, aber vor ein paar Monaten hat er es aufgegeben. Wir waren bereits hier und haben uns entschieden, die Gilde zu übernehmen. Und es läuft ja, wie ihr vielleicht merkt. Beim Thema ihr, wer ist denn dein Freund? Lord Ecke kam schnell zum Punkt. Der Grund, warum wir hier sind, man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber das ist Günther. Das grüne Pokémon, Reptane, wie Lord Ecke es genannt hatte, sah mich seltsam an. Günther? Wirklich? Ich dachte, er wäre weg. War er auch, aber
Egal. Wie könnt ihr überhaupt hier sein? Was ist passiert? Naja, nachdem Rapten mit Zwiffins zurückgekehrt war, haben wir die ein oder andere Sache durchmachen müssen. Aber am Ende konnten wir Zeitschirm und ihr habt den Zeitturm gerettet. Und aus irgendeinem Grund hat auch unsere Zukunft weiter existiert. Das ist vermutlich auch der Grund, warum Günther zurückgekehrt ist. Lord Ecke war noch nicht fertig mit seinen Fragen. Aber warum seid ihr gerade jetzt in diese Zeit gereist? Beide wurden einen Moment lang stumm. Sie sahen einander fragend an. Naja, weil eben, stotterte Rapten. Eine neue Stimme erklang aus dem Türrahmen. Lasst sie doch die Wahrheit wissen, es ist ohnehin zu spät. Wir alle drehten uns zur Tür. Ein weiteres, mir unbekanntes Pokémon stand dort. Lord Ecke erkannte jedoch auch ihn, doch nicht im Positiven. Zwirfinst, was tust du hier? Was willst du von uns? Celebi beruhigte ihn. Wie gesagt, es ist einiges passiert. Er ist inzwischen unser Freund. Lord Ecke sah den Geist unentschlossen an, aber glaubte den beiden. Zwirfinst redete weiter. Und wir sind hierher geflohen. Die Zukunft existiert nicht mehr. Dieses Mal erschrak Lord Ecke nicht alleine. Wie, die Zukunft existiert nicht mehr? Es ist, wie er es sagt. Es ist alles verendet. Die Zukunft existiert in dieser Welt nicht mehr. Alles hört auf zu existieren. Lord Ecke wirkte sehr beunruhigt. Aber wenn die Zukunft nicht existiert, heißt es dann, dass die Welt untergehen wird. Celebi versuchte uns Mut zu machen. Wenn diese Welt weiter so voranschreitet wie jetzt, ja. Aber man kann das Schicksal noch ändern. Gib nicht die Hoffnung auf. Vielleicht mit Glück wird diese Zukunft nicht eintreten. Ich und Lord Ecke verstummten beide für einen Moment. Mein Partner entschied sich schließlich, das Thema zu wechseln. Also, warum wir hier sind, sind zwei Dinge. Einerseits, wo können wir mit einer Gruppe von 10 Pokémon übernachten? Zwirfinst antwortete schnell. Durch die Rettung der Zeit sind viele Mystery Dungeons verschwunden und zu normalen Orten geworden. Wenn ihr euch also mit der Strandhöhle anfreunden könnt. Der erste Punkt ging schnell und einfach. Das war sehr gut. Der zweite Punkt würde nämlich definitiv länger dauern. Der zweite Punkt ist Günther. Er hat all seine Erinnerungen verloren. Wir sind hier, um seine Erinnerungen wiederzufinden. Wir brauchen all sein Wissen, wenn wir in die Menschenwelt reisen wollen. In die Menschenwelt? Wieso denn das? In der Kurzfassung, Darkrai hat eine Armee aus Pokémon aller Welten aufgebaut und kämpft dort nun gegen die Menschen und die Pokémon, die sich ihm nicht angeschlossen haben, um eine starke Macht zu erhalten. Celebi und Rapten schauten ihn beide kurz verwirrt an. Gut, ich verstehe. Also, den Teil mit den verlorenen Erinnerungen zumindest. Das heißt, ihr seid hier, um sie wieder auszugraben und baut dabei auf Nostalgie? Ja, so ziemlich. Außerdem sind wir hier, um nach dem letzten Abenteuer Urlaub zu machen mit unseren Freunden. Außerdem haben wir gehofft, vielleicht noch eine andere Spur als Nostalgie zu finden. Celebi schien tatsächlich Informationen für uns zu haben. Vielleicht seid ihr hier dann richtig. Ich habe eine Information, weiß aber nicht, inwiefern sie wirklich hilft. Ich bin auf meinen Zeitreisen nämlich einmal auf eine Legende gestoßen. Ihr wisst ja bestimmt, dass es in unserer Welt viele Lieder gibt, die eine besondere Bedeutung haben. Ich dachte an ein Foto, das Bulby mir am Vortag bei den Vorbereitungen gezeigt hatte. Ein Foto von allen Pokémon aus dieser Gruppe. Und noch drei weiteren. Nyxrosma, Floink und Bisasam. Darüber stand ein Satz. Don't ever forget. Was bedeutet dieser Satz denn? Es ist der Name eines Liedes aus dieser Welt. Dieses Lied soll ein Symbol sein. Ein Symbol für Abschiede. Es soll einem sagen, dass Abschiede ein Teil des Lebens sind. Und man sollte die Vergangenheit nicht vergessen, wenn sie passiert ist. Man sollte sich an all die schönen Dinge erinnern und dabei nach vorne in die Zukunft blicken. Vergiss nie, das Leben geht weiter. Wir beide nickten. Es gibt einige solche Lieder, die meisten haben eine symbolische Bedeutung. Aber es soll auch ein Lied geben, das wirklich einen großen Effekt hat. Dieses Lied soll einem die Vergangenheit auftun. Was man getan hat, soll sich einem erschließen. Es soll einem zeigen, wer man wirklich ist. Und das alles nur, sobald man es einmal hört. Wegen dieser Fähigkeit wird das Lied oft auch Lied der Erinnerungen genannt. Wenn dieses Lied keine Legende ist, sondern wirklich existiert und ihr herausfinden würdet, wie es klingt, dann könntet ihr seine Erinnerungen komplett zurückerlangen. Einen Moment lang verarbeitete ich.
Das heißt, es gibt irgendwo eine Musik, die uns helfen kann? Ja, aber ich habe keine Idee, wo. Sie soll über Generationen weitergegeben worden sein, doch leider mit der Zeit verloren gegangen. Lord Ecke wirkt etwas frustriert. Wenn wir doch einfach jemanden kennen würden, der sie schon einmal gehört hat. Vielleicht tut er das, aber Pokémon, die sich selber treu sind, merken vielleicht nicht einmal, welche Auswirkungen dieses Lied wirklich hat, wenn sie es hören. Es tut mir leid, dass ich euch nicht weiterhelfen kann. Nein, du hast uns sehr geholfen. Vielen Dank. Ich blickte zu Lord Ecke. Wir sollten uns aufmachen. Die anderen werden schon warten und wir sollten schlafen gehen. Morgen beginnen wir die Suche. Und den Urlaub.